Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Kalenderblätterbox von Fabian Römer. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Kalenderblätter von Fabian Römer aus dem Jahr 2015. So sieht das aus. Wir haben hier eine flache, quadratische Box. Am Cover, also am Boxdeckel, ist die Frage, was das darstellen soll. Es ist leider echt schwer zu sagen. Also hier ist irgendwie eine Seite so abgerissen und es sieht aus wie so ein kleiner Spalt. Das dürfte eventuell eine Feder sein, eine Vogelfeder. Also man kann da echt eine Menge reininterpretieren. Auf jeden Fall ist das Ganze eben ein Schwarz-Weiß-Foto. Das dürfte eine Blume sein. Ja, kann natürlich jeder für sich selbst entscheiden, was er darin sieht. An der Seite lesen wir Kalenderblätter. Rechts nichts. Oben lesen wir Fabian Römer und links ebenfalls blank weiß. Auf der Rückseite haben wir nichts, bis auf einen Barcode und die Credits zum Album. Es klappert auch schon. So geht das Ganze auf. Innen weiß. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal die Instrumentals. Das Album Kalenderblätter. Dann hier eine Autogrammkarte. Das Buch bzw. den Kalender. Und ein Poster. Innen wieder weiß. Wir machen das Ganze wieder zu. Und hier an der Seite lesen wir auch nochmal Kalenderblätter Fabian Römer. Kalenderblätter Fabian Römer. Spannend, dass die untere Hälfte der Box mehr gestaltet wurde, als zumindest an den Seiten, als der obere Deckel, den man ja sieht, weil das hier ist ja verborgen gewesen. Und dann starten wir gleich mit dem Album. Fabian Römer ja bis zu diesem Album immer als F.A. unterwegs, jetzt unter seinem bürgerlichen Namen, also F.A. war auch die Abkürzung für Fabian Römer. Und jetzt hat er sich eben umentschieden und wollte Musik unter seinem bürgerlichen Namen, unter seinem Vollnamen machen. Fabian Römer Kalenderblätter. Das sieht für mich aus wie so eine Seitenaufnahme von F.A., also von Fabian Römer. Bedeutet, er sieht hier so weg von der Kamera und hier dann ist das Ganze aufgerissen worden. Auf der Seite lesen wir Kalenderblätter Fabian Römer. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 12 Stück an der Zahl. 11 Solo-Tracks und einen Feature-Track. Wir haben ein Feature von Motrip. Von diesen 12 Tracks sind meine Favoriten einmal Track Nummer 1, Nachtluft und einmal der Track Nummer 10, Stille. Credits und auch hier wieder ein Barcode. Das Ganze ist ein Digipack. Und dann haben wir hier auf der linken Seite, nehme ich mal an, das Booklet. Jawohl. Also auch das Booklet wieder sehr interessant gestaltet vom Cover her. Wieder so eine Abrissseite. Und dann haben wir Songtexte. Also, wir haben hier den Track Nachtluft, inklusive der Spielzeit, 2,52. Und dann haben wir hier die zwei, also die Hälften jeweils. Ja, und das ist dann schon der nächste Track. Also hier noch eine Abbildung, ebenfalls wieder in Schwarz-Weiß bzw. Schwarz und Grau. Und der Songtext, ja. Und das dürfte jetzt wohl jeden Track betreffen, 3,8 in dem Fall, der Track Blauwalherz. Immer eine Fotografie und dann der Text hier aufgedruckt. Okay, hier haben wir beide Seiten bedruckt. Weitere Texte. Zimmer ohne Zeit. Relativ viel Text in dem Fall. Und das zieht sich dann so durch. Also ihr seht schon, jede Menge Text. Gefällt mir gut. Ich meine, es ist zwar etwas mühsam zum Lesen, wobei es ist alles groß geschrieben, ja, das geht. Aber vom Format her sehr ungewöhnlich. Also die Texte, so wie ich sie kenne, wenn die im Booklet abgedruckt sind, dann doch meistens von links nach rechts und nicht so im Hochformat gehalten. Ne? Dann haben wir hier noch die Infos zu jedem Track und eine Danksagung. Sehr schön gemacht. Könnt ihr euch natürlich in Ruhe noch durchlesen.
So, also, Booklet war hier an der Seite verstaut. Dann haben wir hier rechts ebenfalls zum Aufklappen. In der Mitte so eine Abbildung, so eine Straßenlaterne in der Nacht. Und dann haben wir hier dann wohl das Album. Also, Fabian Römer Kalenderblätter, schlicht gehalten in Weiß und Schwarz. So sieht das aus. Dann verstauen wir die CD und auch das Booklet wieder. So. Dann haben wir die Instrumentals. Fabian Römer Kalenderblätter Instrumentals. Rückseite blank weiß. So sieht die CD aus. Fabian Römer Kalenderblätter Instrumentals. Ebenfalls sehr klassisch in schwarz und weiß gehalten. Die CD. Und das Ganze wie so oft in einer Papphülle. Dann haben wir eine Autogrammkarte und diese ist etwas Besonderes, denn hier hat der gute Mann scheinbar seine Textblätter zerrissen. Und wir haben hier, also ich gehe mal davon aus, jede Autogrammkarte hat hier eine einzigartige Textzeile. Wir haben hier die Textzeile, wir gehen jetzt raus, die Sonne scheint. Hier eine Abbildung von FA, ebenfalls wieder hier abgerissen. Und auf der Rückseite haben wir noch ein Autogramm mit schwarzem Stift plus die Social Media Auftritte des Künstlers Fabian Römer. Gut, dann haben wir ein Poster. Auch dieses wieder sehr interessant gestaltet. Also hier wieder so ein Riss quer rein. Und dann lesen wir Fabian Römer Kalenderblätter. Auch hier kann man natürlich wieder eine Menge reininterpretieren. Sieht irgendwie aus wie so ein Kunstwerk, ein Schattenbild. Ja, ich muss ehrlich sagen, würde ich mir jetzt nicht ins Zimmer hängen, ist jetzt nicht ganz so mein Geschmack, aber passt auf jeden Fall zum Artwork des Albums. Das Ganze ist eben im Hochformat und einseitig bedruckt. Rückseite ist blank weiß. Machen wir mal wieder zusammen das Poster. Und dann haben wir noch dieses dicke Büchlein hier. Kalenderblätter ist hier so eingeprägt und oben lesen wir Fabian Römer. Auf der Seite 1.6.2015 bis 31.5.2016, also vom Release Date genau ein Jahr gültig. Und dann haben wir hier den Text eines Tracks. Ich glaube, das ist der Track Raum ohne Zeit. Zimmer ohne Zeit müsste das sein, Track Nummer 3. Hier die Textzeilen abgedruckt. Dann schauen wir mal hinein. Was lesen wir hier? Kalenderblätter, ja gut, das kennen wir schon. Dienstag. Okay, also jede Seite hat hier zwei Tage, die sowohl vom Tag her beschriftet sind, also vom Datum her. Also hier steht nicht nur Samstag, sondern auch eben 6.6.2015. Und wir haben dann, ist leider schwer zu lesen, weil es echt sehr, sehr hell gehalten ist. Aber wir haben hier dann Textzeilen, also man kann es in der Kamera jetzt nicht genau erkennen, aber hier steht zum Beispiel, wir übersommern das Jahr und jeder Tag wird besonders ohne Kompass und Plan ein ganzes Jahr über Sommer. Also das dürften einfach Textzeilen, Zitate sein aus diversen Tracks. Bunte Blätter fliegen umher, Konfetti im Herbst. Haben wir auch hin und wieder Fotoaufnahmen. Also, durchaus abwechslungsreich gestaltet hier dieser Kalender. Hier kann man sogar seinen Namen eintragen. Dieser Kalender gehört. Könnt ihr euch natürlich verewigen. Und ja, das war's soweit. Wir fassen noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Wir haben einmal den eben gezeigten Kalender, dieses Büchlein hier, Kalenderblätter. Das Album im Digipack, Kalenderblätter. Die Instrumentals zum Album, diese in der Papphülle. Die Autogrammkarte mit einzigartiger Songzeile. Und dieses Poster im Hochformat einseitig bedruckt. Das alles in dieser wunderbaren Box Kalenderblätter von Fabian Römer.
Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Fabian Römer unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.